Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Heute mit einem weiteren kurzen Einsteiger-Tutorial für die Version iClone 6 bzw. 6 Pro. Und zwar geht es heute darum, wie man die Positionskeys, also diese Umwandlungs-Keyframes von einem Darsteller oder von eben Requisiten in einem Pfad konvertieren kann. Und vorab aber noch gesagt, eine erfreuliche Nachricht, heute ist ein Patch erschienen für die meisten iClone 6 Besitzer, und zwar ist das die Version 6.11.1809.1. Es soll aber ein weiteres Patch noch kommen zum späteren Zeitpunkt, weil jetzt hier teilweise nicht alle Sachen jetzt schon behoben worden sind. Es sind sehr viele Fehler behoben worden. Dann ist mir aufgefallen, jetzt in meinen Projekten, die ich ja hier des Öfteren dann laden muss, um die weiter zu bearbeiten, meine Projekte enthalten sehr viele Ressourcen, also sehr aufwendig. Und wenn ich die dann geladen habe, ist mir dann das ganze Programm abgestürzt. Also das passiert jetzt im Augenblick nicht mehr, nachdem ich das Patch installiert habe. Man kann hier auch dann noch sehen, bei dem Mason, wenn ich jetzt mal hier den auf die Oberfläche lade und nochmal den Chuck dazu, dann sieht man beim Chuck hier noch Gesicht erstellen, Gesichtsmerkmale, und wenn ich diesen Mason aktiviere, also dann fehlen die erhofften Sachen, die ich mir eigentlich erhofft habe, die fehlen hier auch noch, aber die sollen dann noch mit einem weiteren Patch dazukommen. Weiterhin ist mir aufgefallen, jetzt was neu hier drin ist, also wenn man im Besitz des Programms 3D Exchange ist, kann man hier seinen Darsteller direkt in 3D Exchange dann bearbeiten. Ja, ansonsten sind wohl viele Fehler behoben worden. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, und zwar habe ich hier bei Google mal eingegeben iClone 6 Patch 6.11.1809.1. Dann bin ich hier auf eine englische Seite gestoßen von Realution und habe die hier einfach mal diese Seite übersetzen angeklickt, und da sieht man dann hier, das ist jetzt das Patch hier, was jetzt hier rausgekommen ist, und wir haben ja noch die Vorgänger von Version von uns, das war ja noch die 14er, diese Version hier, diese hatten wir, oder ich hatte die, und jetzt in Zwischenzeit sind für diese englischen, für dieses englische Programm, so ist es schon das dritte Patch. Bei uns wurden jetzt alle zusammengefügt und haben sie das einzelne Patch draus gemacht. Ja, was ist hier verbessert worden? Wissen Sie mehr? Da klicke ich mal drauf. Das ist jetzt hier alles übersetzt. Ne, man kann auch von den behoben Contents Manager zeigt nun iSubstanzen-Dateien. Also hier kann man nachlesen, was alles behoben worden ist. Dann haben wir hier das vorherige englische Patch, das wir ja auch nicht bekommen haben. Das ist ja jetzt alles in diesem einen Patch mit drinne. Da kann man dann auch sehen, was verbessert worden ist. Ja, gut, das war nur mal ein kleiner Tipp, wenn jemand das interessiert. Also da gibt man dann hier iClone 6 Patch .6.11.1809.1 und dann hier iClone Upgrade Realtime Seite übersetzen lassen, und dann kann man das mal in Ruhe für sich nachlesen. Ja, weiterhin kann ich empfehlen für die Neueinsteiger, die jetzt sich im Mitgliederbereich dort einloggen und das Patch runterladen. Man kann ja auch eine komplette Neuinstallation machen. Da gibt es ja dann auch einen Download zu wieder. Der steht ja gleich dann nebendran. Ich habe mir jetzt vorsichtshalber nur das Patch installiert. Denn wenn man jetzt eine komplette Neuinstallation macht, dann sind die hinzugefügten Sachen erstmal alle futsch. Alles, was man so an benutzerdefinierten Props drin hat oder benutzerdefinierten Avatare, die sind dann erstmal alle weg. Ja, und dann kann ich noch empfehlen, wenn man jetzt wirklich noch gar nichts hinzugefügt hat und man möchte jetzt eine komplette Neuinstallation machen, dass man sich wenigstens seinen Projektordner sichert, dass man den vielleicht mal kopiert auf eine andere Festplatte oder auf einen USB-Stick, dass man seine Projekte eben
wieder hat. Ob das der Ordner jetzt gelöscht wird bei einer kompletten Neuinstallation, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Gut, das war es jetzt erstmal nur zu dem Patch. Jetzt geht's weiter mit meinem Tutorial. Ich werde mal hier jetzt auf neues Projekt gehen und werde dann mal den G6 Charakter laden, den Mason. Und jetzt geht's darum, wie man die Umwandlungskeys also in einen Pfad konvertiert. Ich markiere jetzt den Mason. Hier habe ich meine Timeline, da gehe ich jetzt mal auf Frame 100. Dann gehe ich auf den Verschiebe-Button, werde hier an diesem gelben Quadrat hier anfassen und ziehe mir mal den Mason hier hin. Dann gehe ich auf Frame 200, schiebe mir den Mason mal hier rüber, Frame 300, Enter, schieb den mal hier hin, Frame 400, Enter, schieb den mal hier hin, Frame 500, Enter, schieb den hier hin und dann noch zum letzten Frame 600, Enter und dann schiebe ich den Mason hier hin. Jetzt gehe ich mal hier auf Stopp und zurück, werde mir mal jetzt die Zeitleiste öffnen, bin hier noch auf, wer jetzt diese Keyframes noch nicht alle gleich sieht, der kann dann noch ans Fenster anpassen gehen, dann müssten die eigentlich alle erscheinen. Also das sind jetzt hier die Bewegungspositionen von dem Mason, also hier in der Umwandlungsspur die ganzen Keyframes. Wenn ich die jetzt hier komplett mit der linken Maustaste nach von rechts nach links ziehe und alle markiere, dann gehe ich hier in der Umwandlungsspur, da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, manchmal rutscht das auch so ein bisschen ab, gehe hier auf diesen Keyframe, mache mal hier einen Rechtsklick und da müsste jetzt eigentlich hier Position in Pfad konvertieren aktiviert sein. Deshalb mache ich das nochmal. Manchmal rutscht das so ein bisschen weg. Jetzt haben wir hier das aktiviert, Position in Pfad konvertieren. Wenn ich jetzt mal die Zeitleiste schließe, dann haben wir jetzt hier unseren Pfad. Der ist jetzt hier auch im Szenemanager gleich markiert. Man kann jetzt hier noch den Pfad schließen und dann kann man den die Ausrichtungsart ändern in linear oder in glatt. Wenn ich jetzt den Pfad, ich lasse es mal jetzt hier auf glatt stehen, dann kann ich den Pfad schließen. Dann wäre jetzt die Kurve zu eng. Dann wäre jetzt praktisch dieser Kegel hier vom Pfad, wäre dann der Anfangs- und der Endpunkt. Ja, ich kann das ja mal so lassen. Ich kann ja nochmal auf, werde also mal den Pfad schließen und werde mal hier auf dieses Werkzeug gehen, auf diesen Menüpunkt Pfad bearbeiten, werde mir jetzt mal diesen blauen Kegel hier anklicken, gehe mal auf den Verschiebe-Button und verschiebe mal diesen Punkt so ein bisschen hierhin. So, dann klicke ich mal diesen Kegel an. Gehe wieder auf den Verschiebe-Button und schiebe mir das mal hierhin. So kann man also auch den Pfad bearbeiten. Vielleicht mache ich da extra mal ein Tutorial drüber. Und dann klicke ich hier auf Pfad bearbeiten wieder, so dass ich aus dem Pfad bearbeiten Menü wieder draußen bin. So, jetzt haben wir natürlich noch die Animation von dem Mason hier drin. Deshalb aktiviere ich den dann mal, mache hier einen Rechtsklick. Objekt Animation entfernen. Jetzt, der Mason ist ja markiert, mache hier einen Rechtsklick, gehe dann auf Pfad, Pfad wählen, klicke diesen Anfang des Pfades an, gehe jetzt hier auf Frame 600 und dann gehe ich hier im Bearbeiten Menü unter dem Pfadmenü, klicke ich dann hier ein Position 100. Also immer darauf achten, erst die Timeline vorschieben und dann die Position 100. Dann gehe ich auf Stopp und zurück, Pfad folgen und zwar in der minus Y-Achse. Wenn ich das jetzt abspiele, dann sieht man, wie der Mason jetzt den Pfad entlang schiebt. Hier macht er natürlich noch eine größere Kurve. Ja, das Ganze kann man dann natürlich auch
wieder dann mit einer Animation füllen, und zwar unter Bewegungssteuerung, Bewegung, einfacher Gang, aufnehmen und die Leertaste drücken. Ja, und dann kann man eben halt jetzt hier auch eine Animation hinzufügen. Und Stopp. Okay, das war's eigentlich in diesem Tutorial. Ja, man kann das auch natürlich mit Benutzer, die mit Props hier machen. Zum Beispiel Vorlagen, wenn man jetzt 3D-Blocks hat, kann man das genauso mit der Box 02 oder mit dem Ball machen. Da kann man dann auch die Positionskeys zu einem Pfad konvertieren. Übrigens ist das auch gleichzeitig hier durch das Patch jetzt gekommen, dass man das jetzt machen kann mit diesem Pfad konvertieren. Denn in der unserer normalen Standardversion, die wir jetzt vorher hatten, ohne dem Patch, da konnte man diesen Pfad noch nicht konvertieren, also diese Umwandlungskeys noch nicht in einen Pfad konvertieren. Also das gehört jetzt auch zum neuen Patch noch mit dazu. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.